Ja. Rauf auf die Bühne des Lebens. Da sind wir wieder ohne Licht. Ja, nee, ist klar. Ha! Einfach mal ping, ping, ping. Dass deine Arbeit hier stirbt. Code, ich werde dafür sorgen, dass man dich nie vergisst. Ja, zweitens. Unvergesslich machen. Ist es nicht das, wovor du dich fürchtest? Tag ein, Tag aus den Blicken der anderen ausgenutzt zu sein? Klar und deutlich zu sehen zu sein? So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head. And that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people. To get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him? If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Ah, ich bin im Rage Mode. Ich bin im Rage Mode. So I started showing Coda's work to people. I took this one and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape game. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Tja, die Maschine lebt ja noch. Put down your weapon. Runter mit der Waffe. Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need. To be told that my work is good. That I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. Okay. Okay, okay. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. Yeah. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. Okay. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Das ist auch ziemlich cool, The Tower. Das letzte, was er je gemacht hat, was schon ziemlich traurig ist. Aber wie gesagt, ich habe ja ganz am Anfang mal versprochen, da gibt es noch einen Twist. Also wir haben jetzt gar nicht die drei Punkte gesehen. Na gut, egal. Auf jeden Fall, in jedem Level tauchen diese drei Punkte unter anderem auf und natürlich die Laterne. So, hier ist auch wieder, also der glatten Holzoptik und was auch immer, dann da oben Backstein. Na gut, Laterne. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game.
wirklich ziemlich weit. Man sieht das Ende da oben gar nicht. Das jetzt runterkracht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was zur Hölle? This room actually has a maze in it. Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the level, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Okay. Das ist es schon mal nicht. Schritt 1, 2, hä? Okay. Also, okay. War denn das? Nein, ich. Oh, ach, verdammt. Schritt, 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 stopp. Egal. Was man dazu sagen muss, ich habe tatsächlich, wie ja schon mal erzählt, ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal gespielt. Und ich habe tatsächlich eine halbe Stunde daran gesessen. Hier einen Weg zu finden. Und die ganz einfache Lösung ist, es gibt dort unten gar keinen Weg. Die Aussage, dass das ein Labyrinth ist, ist zwar technisch richtig, aber das Labyrinth hat keinen Eingang und keinen Ausgang. Also macht man das. Und jetzt haben wir hier noch etwas weiteres. Das ist so ein kleiner, ja, wie soll man sagen, Hint. Also mal abgesehen davon, dass er jetzt eben in das Spiel hier eingreift und einem die Brücke hier hinstellt. Wall 128.128. Diese orangen Blöcke, also Wandblöcke, die kennt man. Und zwar aus einem ganz anderen Spiel, The Stanley Parable. Das ist wieder mal ein kleiner Hinweis darauf, wer dieses Spiel sozusagen kreiert hat. Auch wenn er bisher nur behauptet, dass die Spiele von einem Bekannten sind. Aber ja, wir werden sehen. Was ich ganz cool finde, ist hier, also es verläuft sich halt alles so ins Dunkel und ganz oben ist eine Laterne. Es hat sowas, naja, wie er schon sagt, es hat sowas von Distanz. Ja. Egal. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Ja, dass du verzweifelst. Dass du es manchmal nicht siehst. So. Die sind nur noch Treppen. Jede Menge Treppen. So, jetzt kommen wir hier rum. Okay. The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Okay. Ah! Zahlendreher! Ärgerlich. Sechs, eins, sieben. Okay. 15, 16, 17, genau. Das war's. Verdammt.
Das ist ein fieser Code. Also vor allen Dingen einfach mal so einen Zahlenschluss einzubauen, so. Ja, rat mal. Diese Stimmen im Hintergrund, also was heißt Hintergrund, das ist ja schon fast mehr Vordergrund als alles andere. So, wir können den Hebel ziehen und jetzt bildet sich die Treppe aus. Wir fahren einfach mit der Treppe hinaus. Die andere kommt uns entgegen und gleich macht's Klatsch. So. Ein bisschen bedrohlich das Ganze, auch dieser tiefe, dumpfe Ton im Hintergrund. Naja. So, jetzt können wir hier nur springen. Wieso können wir hier nur springen? Na gut, spring ins Leere. Hey. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So, even if you somehow brute forced your way through the first two challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Thanks a lot, my friend. Okay, das ist der Hebel. Das ist echt böse. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. Das Spiel sollte nie gespielt werden. Das ist der Fehler. I remember, it's June of 2011, I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... Das ist enttäuschend, ja. So. Wo führt das hin? Zum Licht, natürlich zum Licht. Treppen. Hier kann man zwei Wege gehen. Hier kann man zwei Wege gehen. Deep down the hole. I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the three dots mean. And he wouldn't. Ja. Also er weiß auch nicht, was die drei Punkte zu bedeuten haben. Ich, wie gesagt, glaube, es ist halt einfach ein Symbol, ein kleines Zeichen. Ich war hier oder ich habe das gemacht. Das geht ja noch ewig hoch. Wir sind da eben gerade lang marschiert. Boah! Das violette Licht. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left, and it felt somehow like I had failed. Oh,
man fallen kann. Dass man hier wirklich runterfallen kann. Naja, gut. Gehen wir mal hier lang. Es musste mal ein Ende haben. Und wie steht's? Eben links lang. Es geht noch höher. Where did I screw up? Zwei Fackeln würden sich hier, so eine Feuerschale würden sich, glaube ich, ganz gut machen. Dann wäre das Ganze noch imposanter. So. Wie immer, links oder rechts? Ich gehe links. Da ist es. Liebe Davy, vielen Dank für dein Interesse an meinem Spielen. Ich möchte dich bitten, mich nicht mehr anzusprechen. Ja, ist okay. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Er ist der Grund, warum der Coda die Spiele nie weitermacht. Was ich auch ein bisschen doll finde. So. Holz, Holz, Holz. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mache diese Spiele für dich. Ja, das könnte man sich tatsächlich fragen. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally, for a moment, while I had that, I liked myself. Okay. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit versteckt habe, irgendwo zwischen den Spielen. Okay. Gäbe es eine Antwort, einen Sinn, würde dich das dann glücklicher machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderen zu zeigen? Ihnen etwas zu geben, was du ihnen gar nicht geben solltest? Die eine Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält? Okay. Könntest du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Ding, ding, ding. Die Straßenlampen sind also tatsächlich nicht von Coda, sondern eben von Davy. Und, ja. Lass sie einfach so, wie sie sind. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Noch eine Halle? Dann gehen wir mal weiter. Wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von schlecht. Okay. Du flankst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Alright. Es deprimiert mich nicht. Wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Okay. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich als über mich aus. Das ist tatsächlich eine gute, eine wesentliche Aussage. Inwieweit spiegelt sich der Psychologe in seinem Patienten wider? Ist tatsächlich eine... Ja. Okay. Ich weiß, du verstehst das alles nicht, noch nicht. Das ist in Ordnung, nicht mein Problem. Ja, okay. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself.
Und dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Sag nichts. Ah! That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again. Like, I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Zack, da wurde der Raum immer enger. Der kleine Zwischenraum. Der dunkle Bereich zwischen dem Ein- und dem Ausgang einer Tür. Ja. Hat was. So, und nun ist schwarz, oder was? Was ist los hier? Epilog. Wir sind fast am Ende, fast am Ende. King's Cross. Schön, also das ist eine schöne Umgebung. Und wie man sieht, more, zeitlos. More. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Man die Glocke. Könnt ihr euch noch erinnern, die eine Notiz, die sagt, hört ihr die Glocke? Okay. Ach, hier komme ich jetzt nicht rüber. Was? Da zu der roten Tür sollen wir, aber da will ich noch nicht hin. Naja, ich befürchte, wir müssen in den Zug hineinsteigen, um weiterzukommen. Um so ein bisschen den. Aber auch hier zeitlos, keine Ansagen. Nichts steht drauf. Plackert nur hier das Licht. Oh, das ist ja geil. Es flackert nur hier dieses eine Licht. Haha. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen beim letzten Mal. Cool. Da
Das sind so die kleinen Details, die man, also, ja, wie soll ich das beschreiben? Die das Spiel erst so. Ich meine, das ist hier alles Standard, ne? Du hast Lampen, 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 Lichtspot, Lichtspot, Lichtspot. Und dann hast du aber ein so ein flackerndes Ding und schon ist es was Besonderes. Verrückt. Egal. Ich weiß nicht, ob man das so nachempfinden kann, aber ich hoffe es einfach mal. Und wenn nicht, lass den verrückten alten Zausel da vor der Kamera einfach reden. Cooler Zug. Man hört Stimmen, aber keine Leute. Solution, solution, solution. Lösung, Lösung, immer Lösung. Wir waren doch eben noch. Hör, kommt man zurück? Tatsächlich. Das ist ja witzig. Das habe ich noch nicht versucht. Solution, 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 ja. Ein Ausweg. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Vielleicht mag er das wirklich, einfach nur Gefängnisse zu bauen. Eieiei, so. Parararara. Ey. Nein, hinein! Ins schöne Haus. Ich glaube, hier rechts gucken nicht weiter, nee. Was, also so was Bedrohliches, Melancholisches hat die Musik schon, ne? Also, es wäre auch ein ziemlich cooles CS-Level, wo man aus so einem Bahnwaggon, warum auch immer der mitten im Grünen einfach so steht, raussprintet und dann hier die Terroristen umlegt. Naja. Eine Empore, auf die man nicht raufkommt. Vielleicht ist da irgendwie so eine versteckte Leiter, man weiß es nicht. Das sieht auch ziemlich gut aus. Ist gut getroffen hier, die Granitstufen. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Dieses beleuchtete Stock finde ich auch schon wieder cool. Ist nicht ganz, also weil halt nur so Rechteck ist, nicht so ganz mein, aber von der Idee her finde ich es gut. So. Raum rechts oder links? Rechts oder links? Ach so, okay. Es wäre also egal gewesen, rechts oder links. Dann haben wir uns mit links richtig entschieden. Was macht der ganze Sand hier? Oder soll das Staubberge sein? Ein nicht bemaltes Bild in einem hübschen Goldrahmen. Was ist das? Ach, das ist der Bügel, auf dem man das auf, also an dem man das aufhängt. Ah, okay. So detailreich. Von Licht ins Dunkel. Das war's. Ich bin im Dunkeln. Ich weiß nicht wohin. Ich kann machen, was ich will. Okay, die Musik wird auch leiser. Wo bin ich hier? Okay, folge dem Licht. Würde ich mal sagen. Was anderes kann man hier, glaube ich, auch nicht machen. Willkommen bei The Forest, Freunde.
Wo sind die Eingeborenen? If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Frage ist, wo kommt man hier hin? Da ist eine Wand. Spiel es so will, dann werden wir durch diesen hellen Lichtpunkt hier durchgehen. Hui. Hui. Das hat was von. What now? Oh, jetzt erzähl mal. What now? Ja, was nun? Das hat tatsächlich was von. Also, so könnte ich mir vorstellen, ist der Weg zur Halle der Helden. Ja. Halle der Helden. So hieß es. Früher, bei Fable 1 in der Heldengilde, da gibt's einen Weg, der sozusagen in so eine große Halle führt, wo die das Schicksal des Haupthelden sozusagen so nach und nach aufgezeigt wird, wo auch nachher diese epische Schlacht dagegen Messer Jack läuft. Ja. Und da gibt's eben diese eine Zwischenstation, wo man so durch so eine Riesen. Stehlen im Prinzip über eine Brücke, über einen tiefen Schlund geht. Und epischer kann das bald nicht sein. Oder aber die Hallen von Moria. Wir sind Gandalf und wir stehlen sie hin. Jetzt kommt gleich der Balrog und dann You shall not pass. Boom. Und dann bricht die Brücke kaputt. Naja. Egal. I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay. Haut er jetzt einfach ab? Lässt uns hier alleine? Glaub ich wohl nicht. Der letzte Pfad. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Immer durch die Tore. Immer durch die Tore. Oh, da schläft man fast ein, ne? Tut mir leid. Nein, so müde bin ich nicht. Ist aber wahrscheinlich Sauerstoff, der fehlt hier. Da kann ich mich nur dran entsinnen, dass ich hier durchgewandert bin und mich gewundert habe, wo es hier hingehen könnte. Na gut. Okay. Ich vermute mal, dass wir in die Mitte gehen sollen. Das hat was Futuristisches hier. Welcome to Stargate.
weiß es schon. Ja, ich denke, wir springen. Hui. Was zur Hölle? Machen wir mal lieber bereit. Ich weiß, jetzt passiert hier nichts. Alles gut. Das war's. Und dann sind wir hier. Und wo könnte das wohl sein? Den Stil erkennen wir wieder. Auch das erkennen wir wieder. Fast am Ende angelangt. Ein langer Gang. Gewitter, das über uns tobt. Hinweg tobt. Und schon wieder diese Maschine. Hatte diesmal deutlich greller. Das Prozedere kennen wir ja. Selbstaufgabe, um zu gewinnen. Und auch das kennen wir. Wir wissen, was passiert. Wutsch. Das ist eine super gute Allegorie. Oder Metapher könnte man vielleicht auch sagen. Man nimmt ein paar Screenshots. Muss die jetzt durch. So. Labyrinth aus Wegen. So. Tja. Und das Turn war das Spiel. So, das war's. Das war The Beginner's Guide von den Machern von The Stanley Parable. Ein, wie ich finde, sehr spezielles Spiel. Wobei es eigentlich nicht so ganz Spiel ist. Es ist eher, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ja, und viele philosophische Fragen.
werden da aufgeworfen. Viele philosophische Fragen, die jeder für sich selbst irgendwie beantworten sollte, könnte, müsste, dürfte. Ja, es war jetzt gerade das dritte Mal, dass ich das durchgespielt habe. Ja, das dritte Mal, dass ich das durchgespielt habe. Und es ist nach wie vor, es macht einfach Spaß. Also, das so ein bisschen zu erleben. So ein bisschen die Story dahinter. Für alle die, die sich mal gefragt haben, was dahinter steckt, ein Spiel zu kreieren und sozusagen sein Baby auch auszugeben. Da ist es, glaube ich, ganz interessant. Und ansonsten, ja, ist ganz lustig, mal so durch die Gegend zu laufen. Einfach mal durch die Level laufen. Ja. Nee, hat Spaß gemacht. So, und nun? Und nun? Mache ich eine kleine Pause, würde ich sagen. Ne? Habe ich mir verdient, oder?